Dann könnte ich eigentlich meine Waffen tunen. Könnte ich machen. Wenn ich das denn will. Oder erstmal meine Sachen analysieren lassen. Wie wär's denn damit? So, auf wem reiten wir? Auf einem Schaf. Mäh. Okay. Oh, ganz schön viele Pilze heute. Ja, weil ich sie am letzten Tag nicht genommen habe, weil ich ja sofort in die Mine bin, stimmt. Ich bin ja sofort dann in die Mine gegangen und habe dementsprechend eigentlich so gut wie gar nichts aufgesammelt. Stimmt, da war ja was. Irgendwie, wenn ich so auf dem Schaf reite, ich glaube, ich bin nicht wirklich schneller als zu Fuß, oder kann das sein? Habe ich so irgendwie das Gefühl, dass man da nicht wirklich nennenswert schneller ist. Kann doch sein, dass mir das nur so vorkommt. Aber jetzt werden wir auf jeden Fall erst einmal unsere ganzen Sachen analysieren lassen. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich das mit dem seltenen Erdsitz machen will. Weil es halt doch, ja, selten ist. Und ich meine, den Hammer hätte ich schon gerne auf göttlich. Na, bist ein braves Meme. Ich glaube, das werde ich mal offscreen machen. Könnte ich eigentlich heute am Ende des Tages machen. Dass ich dann einfach abspeichere sozusagen und dann einfach offscreen das ganze Zeug analysieren lasse. Das ist eigentlich eine gar nicht mal so dumme Idee. Denn das wird wahrscheinlich ein paar Anläufe brauchen, bis ich da mal was bekomme. So, fangen wir mal an mit den lila Edelsteinen. Also, 28 mal lila Edelstein. Wow! 22 mal Glas, ey, fick dich. 5 Spinell, wow. Und einen Amethyst. Wow, ich glaube, das war eine beschissene Ausbeute. Was? Zum Begutachten brauchst du 3 leere Plätze. Warum? Silbererz. Ja, mach mal. 11 mal Silbererz, 9 mal Alteisen und gerade mal 2 mal Silber. Wow. Aber okay. Das Silber brauche ich eh nur noch, um Schmuck herzustellen. Hätte ich eigentlich gleich heute machen können. Na, ich hätte jetzt gleich eigentlich einen Kristall oder so mitnehmen können und hätte ich was machen können. Wow! 9-mal Gold Erz und ich bekomme ein einziges Mal Gold raus. So, ach, da brauche ich ja wieder das, genau. Aber nicht bei einem einzigen roten Edelstein. Ist doch eh einmal Glas, oder? Komm. Natürlich! So, jetzt erstmal kurz verkaufen gehen. Gehen wir mal kurz verkaufen. Hallo Schlangi. Ich will nur den Schwamm mal haben. Wunderbar. Ah, ich habe vergessen, die lila Kräuter zu Tee zu machen. So, und dann kannst du verkauft werden und du kannst verkauft werden. Wunderbar. Heute habe ich mir eine leckere ACE-Schorle zurechtgelegt. Lecker. So, grüner Edelstein. Guck's dir mal an. 25. 15 mal Glas, ja, das ist schon eine etwas bessere Quote. 5 mal Peridon. Und 5 mal Jade. Kein Smaragd, okay. Ist aber trotzdem schon mal eine bessere Ausbeute.
So, guck dir das jetzt mal noch an. Viermal Glas, das ist okay, sind wieder 50%. Drei Lapislazuli? Hey, da ist ja wieder mein Saphir. Schön, freut mich. Freut mich sehr. Das freut mich, ich mag Saphire. Das ist mein Lieblingsedelstein. Der und der Lapislazuli, die sind beides wunderschöne Edelsteine. Beides wirklich unfassbar schöne Edelsteine. Aber der Smaragd, Smaragd sag ich schon, der Saphir bleibt mein Lieblingsedelstein. So. Kann alles verkauft werden. So. Wunderbar. Dann einmal in den Tom-Tom-Wald bitte. Denn dann kann ich jetzt zu meiner Schildkröte und der wieder einen köstlichen Fisch schenken. Los, geh mal zu! Schildkröte! Nein, nicht weg. Ich will doch mit Schildkröte reden. Streicheln. Und hochheben. Und dann wollen wir dir noch einen Fisch schenken. Da. Da freut sie sich wieder. Und ich kann sie aber noch nicht mitnehmen. Alles klar. Es wird wahrscheinlich noch eine Zeit lang dauern. Vermute ich jetzt einmal. So, dann haben wir dies. Tierpfeife. Gehen wir mal zurück ins Kantatenviertel. Superschwein! Okay, wunderbar, wächst. Dann können wir uns mal ein paar Sachen ablegen. Wollen wir uns jetzt gleich mal ein paar Sachen herstellen? Ja, das machen wir jetzt. Komm, wir stellen uns ein paar Sachen her und dann schenken wir unsere Hexe was. Das machen wir jetzt. Kommt. Das machen wir jetzt. Jetzt stellen wir was für unsere Frau her. Da lassen wir uns jetzt was Tolles einfallen. So. Dich lege ich ab. So. Den brauche ich, den... Ja, den kann ich eigentlich behalten, weil ich habe genügend Silber. Ich nehme jetzt einfach mal alles mit. Ich weiß nicht, wie viel ich da brauche, keine Ahnung. So, und den Diamant, der ist für meine Hexe. So, einen Saphir muss ich mir aber aufheben, weil Caillou. Was wollte die jetzt nochmal? Caillou wollte, glaube ich, einen Anhänger, wenn ich mich nicht irre. Caillou, wolltest du einen Anhänger? Oh Gott, ich habe sie ja entscheiden lassen, was ich daraus machen soll. Ich glaube, es war ein Anhänger. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ach, das war schon Anhänger. Komm, passt schon. Guck mal einfach mal, was wir da so alles Tolles draus machen können. So. Können wir gleich mal unsere Viecher mitnehmen. So. Wo ist... Ach, da bist du. Guti. Dann wollen wir doch jetzt mal was Wunderschönes für uns selbst herstellen. Und dann natürlich noch was für unsere Hexe. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, den Tee zu kochen. Fällt mir gerade auf. Naja, auf dem Rückweg. Da werde ich dran denken. Garantiert. Ja. Nein, werde ich auch nicht. Auf jeden Fall, was sollen wir denn machen? Sollen wir einen Anhänger? Ja, so ein Anhänger ist eigentlich immer was Schönes. Ich finde es halt blöd, dass man da nur drei Sachen machen kann. Man kann eine Brosche, man kann einen Ring, man kann einen Anhänger machen. Ring verliert schon fast an Bedeutung, dadurch, dass es einen Ehering gibt. Und Broschen, wer mag Broschen? Broschen mag doch eh keiner. Und ja, ist das Einzige, was eigentlich noch übrig bleibt, ein Anhänger.
Ich würde es cool finden, wenn man da verschiedenste Anhänge machen könnte. Aber ich finde es ja schon cool, dass man sowas überhaupt machen kann. Das erinnert mich jetzt übrigens gerade daran, was ich jetzt sage. Ich würde es cool finden, wenn man das oder das oder das oder das machen könnte. Ist, ja, ist dabei. Erinnert mich jetzt gerade daran, Kai und ich wollten uns mal vor Ewigkeiten schon zusammensetzen und mal ein Video aufnehmen, wo wir nur über Harvest Moon diskutieren. Was man machen könnte, was cool wäre, was man besser machen könnte, etc. pp. Stimmt, das hatten Kai und ich vor. Wir haben es nie gemacht. Müssen wir unbedingt noch machen. Unbedingt noch. Einmal als Geschenk bitte. Und zwar soll es ein Anhänger werden. Reiner Silberanhänger? Nein, das ist langweilig. Da ist Saphir-Anhänger und Diamant-Anhänger. Mehr kann ich gar nicht. So. Zack, und ein Saphir-Anhänger für mich. Könnte ich sogar gleich zwei machen. Brauche ich aber nicht. Gucken wir als erstes mal. Ich glaube, ich habe jetzt hier aus Versehen gerade noch. Kann das sein? Ja, habe ich. So, ein Silberring, Saphirring oder eben eine Branche. Mehr kann man halt nicht. Und ich kann nur einen Ring leider ausrüsten. Das ist halt auch das Problem. Eine Saphirbranche habe ich. Und der Anhänger, den ich habe, müsste ein Lapislazuli-Anhänger sein, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein Geschenk für unsere Frau. Ist doch was Wunderbares. Damit können wir sie jetzt erstmal überraschen. Und wahrscheinlich erst am Abend, weil sie jetzt irgendwo sein wird. Nur nicht zu Hause. Das hat sowieso mal ein Abonnent mir geschrieben. War auch eine sehr interessante Idee von ihm. Eine wirklich geile Idee. Und zwar, da hat irgendjemand was gefunden. Ja, buddel es aus den Holzbrettern heraus. Nämlich Luft. Sehr schön. Kommt's. Und zwar... Jetzt hat Mizi was gefunden. Mizi setzt Metallklaue ein. Ja, und Mizi findet natürlich was. Ja, kommst du? Kommen die anderen? Kommt's hier? Ja, wunderbar. Und zwar hat er angemerkt, er findet es schade, dass wenn die Hexe oder eben andere Partner heiraten, sage ich jetzt mal, euch eben heiraten und bei euch einziehen, dass die Möbel von den Partnern eben in der alten Wohnung bleiben und nicht eben bei euch mit reinkommen. Dass man dann nicht eure Wohnung damit die Möbel von der dekorieren könnte. Und das würde ich schon ziemlich geil finden. Stellt euch das jetzt mal vor, man könnte dann den Hexenkessel von der Hexe eben nehmen und den dann einfach bei uns in der Wohnung hinstellen. Ist das nicht geil? Also ich finde die Idee echt geil. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut, die Idee, muss ich sagen. Eine grandiose Idee. So, ist meine Hexe daheim? Nein, ist sie nicht. Aber ich kann gleich Tee kochen. Ha, ich hab dran gedacht. Ha, wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Ach, ich liebe die Musik. Wunderbar. Jetzt ist die Frage, wie stellt man Parfüm her? Ich könnte das Spiel ja einfach mal ausprobieren. Und einfach mal dieses Katzenminze-Zeug da überall hinschmeißen. Und irgendwo wird dann schon eine... ein Parfüm rauskommen. Es sei denn, ich brauche mehr als nur die Katzenminze.
So, probieren wir es mal da. Nein, nicht im Mixer. Hier, das müsste Reifungstopf sein, genau. Mit dem will ich das probieren. Katzenminze rein. Und Start. Tada. Kurioses Gericht bekommen. Okay. Das wurde nicht wirklich was. Habe ich ein Rezept für Parfüm? Tomatenrisotto. Kürbiseintopf. Gemüsecurry. Orangenbonbons. Kirschbonbons. Wie gehen die eigentlich? Zuckerkirschen. Kräutertee und das war's. Dann probieren wir das doch jetzt mal im Topf. Nein. Also irgendwas muss man da noch dazu hauen. Die Frage ist jetzt, was? So, jetzt wollen wir uns mal kurz umziehen. Mich selbst umziehen. Und zwar Ehering und Lapislazuli-Anhänger. Hä? Ach! Ja! Ja, ich bin ja ein Depp. Ich habe den Saphir-Anhänger jetzt als Geschenk gemacht. Ach! Ich habe ihn jetzt als Geschenk gemacht. Naja. Habe ich zwei Anhänger für meine Frau. Ist ja auch was, oder? So. Und der Saphir kann wieder hier rein. Ja. Okay. Würde ich uns mal sagen, wenn wir unsere Hexe dann am Abend wiedersehen, dann können wir da erstmal den Diamantanhänger schenken. Da wird sie sich ja auch freuen. Vielleicht ist er auch bei sich im Hexenhaus. Kann das sein? Guck mal einfach mal. Wo ist es denn? Da. Guck mal hin, vielleicht ist er gerade im Hexenhaus. So. Okay, dann schauen wir mal. Poch, poch, jemand zu Hause? Doch, da ist sie! Was, eine Sequenz? Wat? Hä? Wenn das nichts... Was führt dich zu mir? Du bist meine Frau. Das führt mich zu dir. Sexuelle Lüste. Haus der großen Hexe, gefüllt mit geheimen Sachen. Ist nicht gut, hier einfach hereinzuspazieren. Du bist immer noch meine Frau. Als Entschädigung musst du mir etwas Himbeersaft geben. Hab ich nicht. Gib ihn mir, wenn du welchen hast. Ich hab grad so Lust drauf. Ich hab keinen. Gib ihr Himbeersaft, wenn du welchen hast. Ich habe aber nichts. Wie enttäuschend von ihm. Dir hätte ich auch nichts anderes erwarten sollen. Danke, du redest sehr nett mit deinem Mann. Wie das Spiel halt nicht rafft, dass ich halt mit ihr verheiratet bin. Ach ja, und jetzt kommst du wieder damit daher. Ja. Jetzt kommst du wieder auf die Art daher. Ist schon recht, Hexe. Ja. Ist schon recht. Jetzt wirst du dich wieder einschleimen. So. Guck. Das gefällt mir. Danke. Das ist schön. So, da hat sie sich jetzt auch gefreut. Über den Kristallanhänger. Auch mal ein kleines Geschenk. Muss ja auch mal sein. So eine kleine Kette. Das nächste Mal mache ich hier eine Branche.
Würde ich jetzt mal meinen. So, jetzt lass mich mal überlegen. Bum, 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 bum. Gehen wir mal nach Harmonika. Dann können wir jetzt noch ein paar Leute glücklich machen, indem wir ihnen Sachen schenken. Okay. Familienfoto muss ich auch noch machen. Hallo, wo möchte ich hingehen? Ach, ich habe immer noch die... Ja. Guten Tag. So, bla 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 bla. Nicht